Seid gegrüßt und willkommen zurück zu Let's Play Serious Sam 2 auf dieser schwebenden Holzplattform. Ja, wir müssen jetzt auf die andere Seite rüberschweben. Allerdings wird das nicht ganz so leicht, vor allem weil unser Kollege hier nicht die höchste Geschwindigkeit fliegt. Scheiße! Oh. Okay, jetzt geht das schon wieder los, ne? Ja. So. Das bitte hätte ich ganz gerne. Okay, das kann da bleiben. Okay, wechseln bitte. Ah, Mann. Einmal Rüstung bitte. Das ist ganz grausam hier. Das ist ganz grausam mit diesen Cheep-Cheeps hier. Oh, Mädels. Das ist so langsam, das Ding. Das ist viel zu langsam. So. Natürlich wieder eine Rakete abbekommen. Oh ja, bitte, 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 bitte. Jetzt noch ein bisschen Leben und dann bin ich eigentlich ganz glücklich. Aber wenigstens gibt er uns immer wieder ein bisschen Leben, das ist ganz praktisch. Okay, der ist gegen die Felsen gedonnert. Warte mal, ich probiere es mal mit F6. Okay, okay, okay. Uncool. Uncool. Ist noch Leben für mich, danke. Es könnte aber klappen, es könnte klappen. Was war das denn jetzt? Wo ist der Typ hin? Irgendwas hat ihn gerade umgebracht, aber ich weiß nicht was. Bist du noch da? Leben bitte. Danke. Upsala. Ach du Kacke. Na. Sieht sogar ganz gut aus. Aber warum der Kollege gerade da gestorben ist, das weiß ich nicht. Runterhüpfen kann ich nicht, unsichtbare Wand und so. Aber wir haben es endlich rüber geschafft. Darf ich jetzt danke. Oh, jetzt erstmal wieder hier voll aufladen. Was? So. Darf ich jetzt kurz bitte? Rollen, rollen, rollen. Ta-da-da-da-da-da. Ah, das war der Flieger noch, ne? Ey, nee, der kann mich am Arsch lecken. Der Ballon, der kann da ruhig schon weiter. Warte mal, da war ein Geheimnis, das weiß ich. Und da können wir uns auch schnell rein verziehen. Na, oh, ich treffe heute nix. Aua. Ach du Scheiße! Und jetzt hier bitte rein und zwar Flux.
So. F6. Den Teleporter gehen wir gleich rein. Wie? Was? Oh, sowas hasse ich wie die Pest, ne? Wenn die einfach durch die Wände durchkommen. Ja, einfach durch die Wände. Ganz, ganz toll habt ihr das gemacht. Ganz, ganz prall. Aber ich kann natürlich nicht durch die Wände schießen. Hallo? Ah, jetzt bin ich... Hab ich den Eingang verpasst? Es geht gut los. Es geht gut los, Leute. Gut. Schon wieder. Ich gehe jetzt da durch. Vielleicht habe ich hier ein bisschen Leben. Ja, wunderschöner Jahrmarkt. Kleiner Rummel am Start. Damit können wir jetzt zum Beispiel den Gnar hier, wenn wir dann treffen sollten, ins Wasser reinschmeißen. Mal gucken, ob wir es schaffen. Kriege ich einen 9? Gut, danke. Oh, gar nicht so leicht. Vielleicht kriege ich ja ein bisschen Leben, Belohnung. Gar nicht so leicht. Okay. Hey, ich habe getroffen. Betrug. Ey. Warte, ich krieg's noch hin. Nicht so voreilig. Geduld, junger Mann. Geduld. So. Das ist so furchtbar. Ich treffe nicht, ne? Okay. Jetzt hat er irgendwie... Ja, geht doch! Bekomme ich was dafür? Ein Leben sogar? Ey, sogar ein geheimes Leben. Das ist doch schon mal schön. So, was bekommen wir denn hier? Danke, Leben. Das ist ganz nett. Haben wir sonst noch was? Nee, das war's. Okay, 2 von 3 Geheimnissen. Was? Was war das jetzt? Achso. Ist sonst noch irgendwas versteckt hier? Nee, okay, dann gehen wir wieder zurück. Warte mal, was ist das hier? Hat das Richtigkeit? Hat das eine Richtigkeit? Habe ich da vielleicht damit irgendwas... Bestimmt habe ich jetzt mein Geheimnis damit versaut, das dritte. Okay. Zurück. Speichern. So. Auf ein neues. Dann kommt mal her, meine kleinen Vögelchen. So. Hier lässt sich es drin leben. Ist eigentlich ganz bequem. Warte mal, aber wenigstens gab es gerade einen Speicherpunkt. Wow. Okay, das sind doch recht viele. Teilweise vergesse ich... Okay, das sind doch mehr als gedacht. Teilweise vergesse ich doch etwas zu atmen dabei. Wenn man beim Spiel vergisst zu atmen, dann ist es immer ein gutes Zeichen, dass das Spiel wirklich einen fesselt. Meistens jedenfalls. Aua. Es gab gerade einen Speicherpunkt. okay. Also das haben wir jetzt alles hinter uns gelassen. Wir haben jetzt quasi alle Harpien getötet. Die Höhle ist wieder zu, aber wir haben trotzdem alle Geheimnisse. Also diese Speicherpunkte, wo man dann hinteleportiert wird, das ist, finde ich sehr, sehr interessant. Das finde ich sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Okay, der ist bitter. Warte mal, irgendwie... Warte mal. Okay.
Komm schon, komm her, komm her, komm her. Muss mal kurz um den da kümmern. Okay, wenn die eintreffen, dann ist auch finster. Wenn die dann treffen sollten. Erstmal treffen. Oh nee, nicht nochmal so ein Ding. Nicht nochmal. Nee, Leute, kommt. Erbarmen. Gnade. Ich will das nicht nochmal. Komme ich anscheinend nicht drum rum. Da geht's auch irgendwie hoch, ne? Aber wie? Aber wie? Vielleicht so. Ja, cool. Also nochmal das Ganze. Habe ich da Bock drauf. Hallo Kollege, versorg mich bitte gut. Hi. Speichern. Warte mal, ich probiere jetzt schon mal die hier so abzuschießen. Oh, treffen! Hallo? Jo. Da, da! Ich hab's bekommen. Verdammt. Was haben wir hier drin? Wow! Ein bisschen weit geflogen. Genau, mit dem Leben können wir relativ viel anfangen. Mit den Punkten. Komm, gib mir das! Okay. Ist es sicher? Okay, das nehmen wir auch gleich. Das ist natürlich richtig genial, jetzt um Punkte zu farmen. Meistens fehlen aber die Gegner dazu. So. Arr! Gegner! Oh, da hat man sowas Edles schon bekommen, aber dann kommen nicht genügend Gegner. Das ist typisch. Das ist so richtig typisch. Was haben wir hier? Rüstung? Okay. Brauchen wir noch nicht. Ja, dass die immer runterfliegen, das rotzt mich an. Hallo? So, Sniper-Tai. Oh, hi. Wiiu. Wie oft willst du mir denn noch Hallo sagen? Kennt ihr diese Babys, beziehungsweise Kinder, diese kleinen Kleinkinder, die immer und immer wieder Hallo sagen? Gibt's wirklich. Ich arbeite ja im Einzelhandel und da kriege ich ja hin und wieder sowas mit. Och Leute, ey. Hey, kannst du bitte sterben? Okay, also nochmal. Da war das Leben. Das da. Okay, wir haben es gleich aufgenommen. Das ist natürlich auch ganz toll. Komm her. Wo sind die Hubschrauber? Scheißdreck. Wo denn? Ich sehe keine. Da. Na. So. Na. Oh, ich bin zu doof zum Treffen heute, ne? Ah,
Du hast noch eine Rakete abgefeuert. Was war das denn gerade? Ich speichere es lieber mal. Also diese Geschwindigkeit. Das ist ja der Wahnsinn. In der Schweiz ist man das vielleicht gewohnt, aber... Nee, nicht hier. Wo bist du? Geht doch! Oh, Kacke. Speichern auf jeden Fall. Ey, was trifft mich denn da noch? Ey! Ist das wirklich nur der Jäger oder ist da noch was anderes? Ich check das gerade nicht so ganz. So. Oh, Kacke. Treffen sollte man auch. Oh, ach, das Ding. Oh, heilige Scheiße. Das hat mich vorhin wahrscheinlich so zermürbt. Ist noch ein bisschen Leben? Das zieht sich hin, ne? Also dieser Part zieht sich echt hin. Bei dieser Fluggeschwindigkeit, da kann ich nur meckern, 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 meckern. Hey, yo. Kann ich jetzt runter, bitte? Danke. Was ein Stress, ey. Was ein Stress. Oh, cool. Oh. Aber kein Geheimnis. Okay, jetzt können wir uns nochmal schön hier ausrüsten. Okay, die wollen, dass wir anscheinend mit dem Raketenwerfer kämpfen. Können wir gerne machen. Oh nee. Ah ja, das war auch eine ganz schreckliche Stelle hier. So. Okay, Raketenwerfer, meinetwegen. Meinetwegen. Alter! Da habe ich gerade alles mitgenommen, was nicht Niet und Nagel. Oh, ey. Nochmal den ganzen Mist. Aber immerhin bekommen wir gleich ein Leben wieder. Okay, auf ein neues. Tut, 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 tut. Oh, hi. Ja, ich weiß nicht, so Raketenwerfer gegen diese Kügelchen ist gar nicht so prall. Weil die ja immer so wegspringen will, nachdem man sie einmal getroffen hat. Ich würde mir ehrlich gesagt auch gerne noch die Munition aufbewahren. Für die Minigun und für das Scharfschützengewehr.
Kommen die jetzt da angedüst endlich mal? Ah, da kommen sie. Da kommen sie! Boah, ey. Eine so eine Ladung und ich bin weg. Gott. Ich weiß schon, warum ich diese Stelle so unangenehm in Erinnerung hatte. Tatsächlich noch was getroffen. Oh. Nee. Nee. Klodowitsch, dein Part. Wie viele brauchst du? Zwei nur. Okay. Ja, der Papagei ist drauf. Oder der Ara, je nachdem. Ornithologen wissen es besser. So. Nix nada. Ich habe das Gefühl, ich bin schon an irgendeinem Geheimnis vorbeigerauscht. Ich vermute mal, dass das das mit den Bären war. Okay. Dagegen ist der Scharfschützenwehr perfekt. Hallo. Upsala. Noch einer? Ach, Leute. Ja, ich glaube hier. Ja, das war auch. Oh ja, ja, ja. Hier kommt auch wieder ganz, ganz viel Zeug. Ups! Was ist mit denen da? Einfach alles niedermähen. Ich ziehe schon gar nicht mehr. Jedenfalls nicht richtig. So. Ja, das ist schon mal ganz cool. Das nehme ich gerne auf. Ja, jetzt kommt dieser Ansturm. Sehr schön. Aber ich wollte noch mal kurz gucken, was hier ist. Wow, Kollege. Ist hier denn was? Nee. Oh. Hätte sein können. Ich bin hier. Hallo. Wo ist Bot? Kommen wir von überall. Da hilft nur eins. Flucht nach vorn. Zurück. Nee, nach vorn. Und zwar hier. Oben ist Unterstützung. Das ist ganz cool. Ich habe hier irgendwo eine Stelle, wo ich mich zurückziehen konnte. Ich glaube, hier war das. Ja, genau. Hier konnten sie nämlich nicht hin. Gewusst wie. Scheiße, jetzt komme ich da nicht mehr hoch. Aber wenigstens helfen uns die Elvianer, die Zwerge da oben mit ihren Raketenwerfern. Das ist schon mal ganz praktisch. Mann! So geht das auch. Okay, das waren schon mal alle. Auf der Seite. Lasst meine Zwerge in Ruhe, ich brauche die noch. Jeder sollte einen haben.
Er ist aber gut weggeflogen. Genau, gegen die könnt ihr mir gerne helfen. Die hasse ich wie die Pest, diese Orks. Oh, lalalala. Oh nee. Oh Mann, stirb endlich! Ich hasse diese Hubschrauber. Ich hasse einfach alles. So. Ihr seid alle tot, ne? Nee, da seid ihr. Darf ich jetzt hier hoch, oder? Oh, cool. Tschüss! Finally! Gross! I've come to take the princess. Yes, it was a mistake. By all means, she's yours. You can take her. Holy cow! I changed my mind. You can keep her. Please take her. I'll give you anything you want. Anything? Oh yeah. No way, dude. It's not gonna happen. It's nothing personal, you know. We should settle this the old way, but this time, loser has that. Ja, Cecil ist genau vor uns. Ich stimme dir zu, die Prinzessin sieht nun etwas unvorteilhaft aus, aber du hast dem König versprochen, sie zurückzuholen. Versprochen ist versprochen. Drachenhaut ist ziemlich widerstandsfähig gegen die üblichen Waffen. Spring ein bisschen herum und schau, ob du etwas Hilfe findest und versuch dich vom Drachenatem fernzuhalten, wenn du nicht gegrillt werden willst. Ja. Ja, und damit cutten wir jetzt auch diesen wunderschönen Part und ja, beim nächsten Mal werden wir uns um diesen rosanen Drachen Cecil kümmern, ein bisschen durch die Gegend rumhüpfen und schauen, wie wir den am besten erledigt bekommen und dann, ja, das mit der Prinzessin, das ist wirklich natürlich im Großen und Ganzen wirklich unvorteilhaft, deswegen konnte ich mir auch gut vorstellen, dass der Bräutigam relativ glücklich war, dass die Prinzessin entführt wurde. Wer wäre darüber nicht glücklich? Naja, wer würde auch sowas heiraten? Na gut, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt Let's Play, CBSM 2, haut rein, bis dann und ciao.